weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung davon haben, was Erleuchtung oder Aufwachen ist, was es bedeutet und wie man dahin findet. Zuerst, was es ist. Es ist nicht einfach die Erweiterung des Bewusstseins dahin, dass ich mehr über die Welt, die anderen Menschen, meine Verbindung und all das weiß, sondern es ist ein anderer, ein neuer innerer Bewusstseinszustand mit einer anderen Bewusstseinsstruktur. Es ist seit 10.000 Jahren wahrscheinlich auf dieser Erde anzutreffen, spätestens aber seit wir schriftliche Zeugnisse haben, der Buddha vor 2.500 Jahren, die Upanishaden, die noch einiges älter sind. Seitdem gibt es das Aufwachen. Und ich möchte das zuerst so ganz simpel beschreiben. Ich habe dazu das Bild aufgemalt. Wir können uns vorstellen, dass der Mensch normalerweise, wenn er nach innen schaut, auf das Denken stößt, auf die Körperempfindungen stößt und auf Gefühle stößt. Das ist das, was er wahrnimmt. Und das ist der Bereich, in dem er sich aufhält. Seit es die Mystiker gibt, seit es Buddha gibt und länger, wissen diese Menschen, dass es darunter eine ganz andere Wirklichkeit gibt. Etwas, wovon der normale Mensch keine Ahnung hat. Deswegen sagte Meister Eckhart: Bekümmert euch nicht zu sehr, wenn ihr nicht versteht, worüber ich spreche, weil verstehen werdet ihr es erst, wenn ihr es mit Erfahrung verbindet. Also da oben ist dieser Bereich des Denkens, der Körperempfindungen und des Fühlens, in dem der Mensch sich normalerweise aufhält. Und darunter ist Unendlichkeit, Zeitlosigkeit, ein Frieden, den man vorher nicht gekannt hat, eine unendliche Stille und Glückseligkeit und eine andere Art von Liebe, eine Liebe, die nichts will und braucht. Aufwachen bedeutet, dass man in dieser Seinsweise so tief hineingefunden hat, dass das zur dauerhaften Seinsweise geworden ist. Man kann mit Ramana, einem oder vielleicht dem größten indischen Weisen, den es überhaupt gegeben hat, kann man drei Formen unterscheiden. Das erste ist, dass jemand durch eine bestimmte Übung, durch eine bestimmte Situation für eine kurze Zeit diese Erfahrung von Stille und Unendlichkeit macht. Und ich bin sicher, eine Reihe von euch kennen ein bisschen von dieser Erfahrung. Dann kann man Übungen machen, wodurch diese Erfahrung eine Zeit lang als Folge der Übung anhält. Und dann gibt es ein zweites Stadium. Das ist dadurch gekennzeichnet, dass jemand immer wieder von dieser Stille und dieser Unendlichkeit so was wie überfallen wird, ohne dass er jetzt spezielle Übungen gemacht hätte und dass das häufiger geschieht. Aber das Aufwachen ist erst dann, wenn jemand so tief in diese Unendlichkeit hineingefunden hat, dass es zur dauerhaften Seinsweise geworden ist. Und das ist das Einzige, worum es, was ich wirklich spannend finde, was sich wirklich lohnt. Und die große Frage ist, wie man dahin findet. Das ist das, was alle immer schon gedacht haben. Die haben den Buddha gesehen und haben gefragt, was machen wir bloß? Wir wollen das auch.
Wir wollen auch den ganzen Tag so lächeln und da sitzen und in dieser Unendlichkeit schweben und fliegen und schwimmen und von Glückseligkeit durchtränkt sein. Das wollen wir auch. Und immer wieder hat es erwachte Lehrer gegeben und es haben sich Menschen eingefunden, die gesagt haben, Mensch, das wollen wir auch. Dieser Frieden, den diese Menschen ausstrahlen, ist uns, zieht uns so an und findet eine Resonanz in uns. Und es ist ganz einfach, aber nicht leicht. Es ist deswegen einfach, weil du nur so vollständig loszulassen brauchst, dass du nichts mehr in der Hand hast. Und dann fällst du in einen inneren Abgrund und fällst immer tiefer. Und wenn du diesem Fallen immer weiter dich überlässt, gezogen wirst, diesem Sog dich überlässt, dann wird dieses Fallen plötzlich zu einem Schweben und zu einem Fliegen und plötzlich entdeckst du, dass du selber dieser unendliche Raum bist. Meister Eckhart hat das in die schönen Worte gepackt, wenn du nichts mehr hast, also nichts mehr in den Händen hast, keine Identität mehr hast, wenn du nichts mehr willst, und wenn du nichts mehr weißt, dann wachst du auf, noch ehe meine Predigt zu Ende ist. Und dieses Nichtswissen, Nichtswollen und Nichtshaben, das ist das, was so einfach ist und nicht so leicht. Wir gucken noch mal zu dem Bild. Unter den Gefühlen, wenn man tiefer findet, kommen existenzielle Gefühle. Das sind Gefühle, die der Mensch normalerweise nur sehr selten streift. Das ist die Angst vor dem Sterben, die Angst vor dem Tod. Das ist die Sehnsucht. Jeder Mensch hat diese Sehnsucht, aber weil er sie nicht artikulieren kann und nicht weiß, worauf sie sich richtet, nimmt er das, was gesellschaftlich angeboten wird. Beziehung ist das Erste, neues Auto ist das Zweite, Beruf ist das Dritte. Das ist das, was so gesellschaftlich angeboten wird und er richtet seine Sehnsucht dann auf das oder das Handy oder andere Dinge, was so vorgegeben ist. Aber er merkt mit der Zeit, dass ihn das nicht glücklich macht. Und dann, wenn er das merkt, dann ist er weiter auf der Suche und fragt sich, es muss etwas anderes geben. Also die Angst zu sterben, die Sehnsucht, ich kann auch noch sagen die Verzweiflung, so nach Kierkegaard, der sagte, der Mensch ist verzweifelt wegen dieses Getrenntseins, auch wenn er es nicht weiß, hat er diese Verzweiflung. Und das Wichtigste ist die Angst. Die Angst zu sterben taucht auf, wenn sie sich nach innen fallen lassen und dieser Leere begegnen, die da plötzlich auftaucht, wenn sie aufhören, sich da oben in den Gedanken und in all dem so festzuklammern. Sobald die Leere auftaucht, sobald sie sich tiefer hineinfallen lassen, wird es unheimlich, jedem. Das ist die Angst zu sterben. Also es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe keine Angst zu sterben und meinen damit, dass sie das Bild haben, dass sie irgendwann ordentlich zu Grab getragen werden und eine Feier ist und dass sie dann unter die Erde kommen und dass sie davor keine Angst haben. Aber das ist etwas anderes. Das ist ein Bild vom Sterben. Aber wenn sie nach innen gehen und mit dieser Leere konfrontiert werden, dann wird es unheimlich. Und dieses Unheimlichwerden, das ist die Angst, in dieser Leere vernichtet zu werden, sich aufzulösen oder in dieser Bodenlosigkeit zu zerschellen. Und diesen Gefühlen kann man Raum geben. Und wenn man ihnen Raum gibt und sie fühlt,
dann können sie ausgefüllt werden. Und indem man das zulässt, kann man tiefer fallen. Und dann erlebt man diesen Sog, dann verändert sich der Atem, der wird dann ganz wenig, der hört fast auf. An der Stelle haben viele Menschen Angst zu ersticken und holen tief Luft. Und dann ist es natürlich mit dem tiefer Fallen erstmal wieder vorbei. Und wenn man dann aber stattdessen sagt, okay, wenn ich jetzt sterben sollte, dann soll es eben so sein und sich weiter tiefer fallen lässt, dann kann es sein, dass das Fallen so tief wird, dass es plötzlich sich in die Unendlichkeit hinein auflöst. Was ist das Ergebnis davon? Das Ergebnis davon ist, dass der Verstand still ist. Wenn der Verstand still ist, dann erfährt man diesen Frieden und diese Unendlichkeit und diese Glückseligkeit, die man vorher nicht kannte. Dass die Gedanken aufhören, das lässt viele glauben, dass sie dann nicht mehr zur Arbeit gehen könnten und andere Dinge. Obwohl ich das eigentlich nicht will, kann ich da trotzdem diese Bedenken und Befürchtungen etwas zerstreuen. Deswegen, weil man unterscheiden kann zwischen den, nach Krishnamurti, zwischen den praktischen Gedanken und den psychischen Gedanken. Praktische Gedanken sind, wenn ich ein Brot backen muss, dass ich Mehl und Wasser und Hefe, was nötig ist, im richtigen Verhältnis zueinander so lange knete, bis es in den Ofen geht und so. Das sind praktische Gedanken, sind damit verbunden. Das ist doch klar, ne? Wie lange das backen muss, wie heiß es sein muss, und das sind praktische Gedanken. Die psychischen Gedanken sind, oh je, ob mir das gelingt und vielleicht ist jemand eingeladen. Oh, hoffentlich schätzen die das, dass ich hier ein Biobrot backen, und wie stehe ich da? Hoffentlich, dann werde ich großartig dastehen und dann werden sie fragen, wo ich das Brot habe, und dann werde ich erzählen, dass ich das selbst gemacht habe und so weiter. Aber wenn es schief geht und so weiter, das sind die psychischen Gedanken. Die psychischen Gedanken sind das, was lästig ist. Die praktischen Gedanken sind einfach und nicht lästig. Diese Unterscheidung ist klar, ne? Also wenn es heißt, dass durch das Aufwachen der Verstand still wird, dann bedeutet das, dass diese ichhaften Gedanken einfach wegfallen. Und das bedeutet, dass die praktischen Gedanken natürlich viel anmutiger, eleganter, wirkungsvoller da sein können. Ramana ist mit 16 Jahren aufgewacht, 1880, 82 glaube ich. Er hatte nachmittags, als er von der Schule kam, das Gefühl, dass er jetzt sterben würde. Und erst hat er Angst gehabt und dann hat er die Angst zugelassen und dann ist die Angst langsam zurückgegangen und dann hat er sich gesagt, wenn ich jetzt sterben soll, dann will ich wenigstens genau mitbekommen, was da geschieht. Und ob was übrig bleibt. Und dann hat er sich hingelegt, um das Sterben abzuwarten und genau wahrzunehmen. Eine perfekte Situation des Loslassens. Weil wenn ich weiß, dass ich jetzt sterben muss, dann werde ich keine Pläne über den nächsten Urlaub mehr machen. Ich werde gar keine Pläne mehr machen. Wenn ich aber keine Pläne über die Zukunft mehr mache, dann fällt auch die Vergangenheit weg. Weil diese Gedanken über die Zukunft sind nichts anderes als Gedanken aus der Vergangenheit, die noch weiter gedacht werden, sich vervollständigen wollen. Dann kommt die Vergangenheit zur Ruhe. Und wenn das wegfällt und ich mich so sehr auf diese Erfahrung des Jetzt konzentriere, dann fällt auch meine Identität weg, weil die Identität ist nichts anderes als die Geschichte, die ich mir immer erzähle. Und dann fällt jemand in diesen Abgrund, weil es nichts mehr ist, an dem er sich festhält. Wenn er in diesen Abgrund fällt, lässt der ganze Körper los, weil es gibt keine Gedanken mehr, die den Körper festhalten, keine Anspannung mehr.
Eine perfekte Situation. Ramana ist dann zum Arunachala gegangen und hat da dann über 50 Jahre gelehrt. Bis 1950. In den 20er Jahren kam in Westeuropa ein Buch über ihn heraus. Das hat ihn im Westen sehr bekannt gemacht. Es hat dann einen Schüler gegeben, der hieß Punjaji, der bei ihm aufgewacht ist, und der hatte dann sehr viele westliche Schüler. Eli Jackson Beer und Gangaji haben ihn Anfang 1990 gefunden, und Eli ist aufgewacht und Gangaji ist aufgewacht und danach noch einige andere, und die haben dieses Aufwachen, was, sag ich mal, durch diese Art und Weise des Loslassens geschieht, in den Westen gebracht. Die Folge ist, dass wir im Westen jetzt eine Menge spiritueller Lehrer haben, die diese Arbeit fortsetzen und verbreiten. Da ist die Frage, ob das schnell geschieht. Das ist relativ. Ich erzähle gleich noch einige andere Dinge, die nötig sind zum Aufwachen. Wir wissen unglaublich viel über die Struktur des Aufwachens und des Prozesses dahin. Es ist unglaublich. Aber wir wissen nicht, wie viel Zeit die einzelnen Schritte und die einzelnen Dinge brauchen. Da kann das sein, wie das vor ein paar Monaten passiert ist, dass jemand herkommt und mich zum ersten Mal sieht, aber lange Zeit buddhistische Meditation gemacht hat. Und dass ich mit dem eine halbe Stunde oder mit ihr eine halbe Stunde gearbeitet habe, und die ist aufgewacht. Die hat mich zum ersten Mal gesehen. Das passiert öfter. Wenn jemand vorher auf eine sehr intensive Weise spirituelle Praxis verfolgt und macht, dann braucht er manchmal, dann ist er manchmal nur völlig desorientiert, weil er die falschen Anweisungen gekriegt hat. Zum Beispiel, einer kam her, der dann nach 3-4 Wochen aufgewacht ist, und der sagte dann, dass bei seinen früheren Lehrern hat er auch öfter schon diese Erfahrung des inneren Fallens gemacht, aber es hätte ihm nie jemand irgendetwas dazu sagen können. Darum hat er das nicht weiter verfolgt. Der brauchte nur darüber aufgeklärt zu werden, dass es gerade auf dieses innere Fallen ankommt und auf bestimmte einzelne Sachen, die dabei wichtig sind. Und das hat ihm gereicht und geholfen, aufzuwachen. Ich selber habe die Erfahrung auch gemacht. Ich hatte vorher so einen Lehrer, der auf dem Siddha-Yoga-Weg war, und da war das so, dass Erleuchtung oder Aufwachen auf viele Lebensalter, viele Reinkarnationen noch zu warten sei, dass man in jedem Leben sich ein bisschen hocharbeitet sozusagen. Aber ich wusste schon sehr viel. Und als ich meinen Lehrer getroffen habe, war ich auf 2 Seminaren. Und nach dem zweiten Seminar oder im zweiten Seminar habe ich zum ersten Mal mit einer Bewusstheitsübung dieses Fallen erfahren. Und nach dem Seminar bin ich da sitzen geblieben und hab dieses Fallen, ist weitergeschehen, und dann ist es genau so passiert. Da habe ich das zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit mitgekommen. Ich wusste zwar von meinem Lehrer von diesem Abgrund, aber verschiedene Dinge habe ich dann detaillierter verstanden. Zum Beispiel, ich wusste selbstverständlich, dass das Entscheidende darauf ankommt, dass man alles loslässt und nichts tut. Alles loslässt und nichts tut. Als dieser Atem also ganz zurückging, habe ich gedacht, interessant. Der ging nicht nur ganz zurück, dass er ganz zart wurde, sondern es fühlte sich so an, als wenn der Körper nur noch ausatmen wollte. Und da fiel mir zum Glück ein, mein Gott, bei den Yogis, so wie ich das vorher lange gelernt hatte, da gibt es diese Übung des Feueratmens, wo man nur ausatmet und das Einatmen von alleine geschehen lässt. Da habe ich gedacht, mag sein, dass die diese Übung deswegen so wichtig nehmen,
weil sie wissen, dass das beim Aufwachen so passiert. Das hat mir geholfen, das zuzulassen und dem einfach Raum zu geben. Und dann geschieht dieses Fallen und Fallen, was so eine halbe Stunde dauert. Mal kürzer, mal länger, aber es dauert eher eine halbe Stunde. Jetzt kann man sich fragen und fragt man sich natürlich, was kann mir helfen, dahin zu finden? Die Antwort ist, nichts tun. Und ich weiß, dass es viele spirituelle Lehrer gibt, die das bei diesem Ratschlag belassen. Aber das greift natürlich zu kurz. Wenn du nichts tun kannst, dann ist es das Beste, was du tun kannst, dass du nichts tust. Nur du bist nicht in der Lage, nichts zu tun, weil deine ganzen konditionierten Programme innerlich, deine ganzen konditionierten, diese Pfade, diese Denkpfade, diese Pfade, wenn man ein Gefühl fühlt, dann kommen sofort Gedanken über die Geschichte des Gefühls, dann wird das Gefühl wieder stärker, dann kommt ein anderes Gefühl, also fängt an mit einer Traurigkeit, dann kommt der Gedanke, oh Gott, warum bin ich jetzt traurig? Und dann kommt vielleicht, ach mein Gott, ich war ja letzte Woche schon traurig und warum schon wieder? Und andere sind viel weniger traurig und dann kommt die Traurigkeit noch stärker und dann ist man vielleicht traurig, weil man sich verlassen fühlt und dann fällt einem noch andere Sachen ein, wo man auch verlassen ist und jetzt ärgert man sich darüber, dass man traurig ist, dann weiß man aber, dass es nicht gut ist, sich zu ärgern über die Traurigkeit. Jetzt ärgert man sich über das Ärgern und fragt sich, wann das bloß aufhört. Das ist das, was geschieht. Also man geht zwischen dem Fühlen und dem Denken hin und her. Da oben bleibt man. Der Therapeut hilft, das ein bisschen zu sortieren und so weiter. Aber im Prinzip belässt er dich, weil er auch nirgendwo anders zu Hause ist, belässt er dich zwischen diesen beiden oberen, dem Denken, Körperempfindungen und Fühlen, und da hin und her zu gehen. Um tiefer zu kommen, brauche ich eine ganz einfache innere Haltung, nämlich das Gefühl hochkommen zu lassen, ganz zu fühlen und nichts damit zu machen. Das ist etwas, was mein Lehrer Eli Jackson Beer entdeckt hat. Das ist etwas wie die Zerschlagung eines gordischen Knotens. Weil seit 40 Jahren wenigstens wusste man, Osho hat das auf den Tisch gebracht, wusste man, dass das Meditieren die Gefahr enthält, dass man sich vom Fühlen und inneren Erleben weiter dissoziiert, entfremdet. Weil man ist nur der Beobachter vom Fühlen, man fühlt nicht mehr. Dann transformiert man die Gefühle, man macht was mit den Gefühlen. Man fühlt nicht mehr, wenn man was mit den Gefühlen macht. Das wird in Meditation trainiert. Und Osho sagte damals, das scheint nicht gut zu funktionieren. Er sagte, vor allem für den westlichen Menschen scheint es nicht gut zu funktionieren. Also müssen die noch zusätzlich was anderes machen, nämlich Therapie, wo sie in die Gefühle reingehen und wo sie die Gefühle loswerden. Aber das hat auch nicht funktioniert. Dabei ist keiner aufgewacht. Und in diesem, auf der einen Seite sich vom Fühlen entfremden und auf der anderen Seite in die Gefühle reingehen und die ausagieren, dazwischen gibt es aber was ganz anderes. Nämlich sich ganz in das Gefühl hineinsinken lassen, ohne was zu tun. Das bedeutet am Beispiel des Traurigseins, dass ich nichts tue, bedeutet, dass ich nicht den Atem anhalte, sondern den Atem so fließen lasse, wie der Körper atmen will. Dass ich einen Ton zulasse, der ganz von alleine kommt, wenn er da kommen will, aber ihn nicht mache. Dass ich die Tränen fließen lasse, ohne sie anzuhalten. Dass ich all das geschehen lasse, ohne was zu tun. Zweitens,
dass ich natürlich auch nicht in die Gedanken gehe. Woher kommt sie? Warum ist sie da? Ich will sie jetzt nicht. Oder Gott sei Dank, dass sie da ist. Selbst das. All das bringt dich davon weg. Weil dein Wunsch ist ja, dem Gefühl Raum zu geben und in die Tiefe zu kommen. Ich habe da noch eine kleine Anmerkung, weil das Thema heute ist ja auch das Aufwachen und der Alltag. Es gibt ganz falsche Vorstellungen darüber, was Selbstbeherrschung angeht und was innere Souveränität betrifft. Die Leute denken, die meisten Leute, dass sie innerlich freier und souveräner werden, wenn sie ihre Gefühle im Griff haben. Wenn sie die verstehen und beherrschen. Wenn sie sich von den Gefühlen nicht... Das führt in der Regel dazu, dass die Menschen den Gefühlen keinen richtigen Raum geben, sondern sie sind diejenigen, die die Gefühle kontrollieren, die sie verstehen, die sie verändern, die etwas damit machen. Das hat aber nichts mit wirklicher Souveränität zu tun. Souveränität bedeutet, dem Gefühl vollständigen Raum geben zu lassen, keine Kontrolle zu haben und noch nicht mal den Wunsch nach Kontrolle zu haben, dem Gefühl vollständig Raum zu geben, aber absolut nichts damit tun zu müssen. Absolut nichts damit tun zu müssen. Wenn man dazu in der Lage ist, dann ist man in der Lage, die Angst hochkommen zu lassen, den Schmerz hochkommen zu lassen, die Furcht hochkommen zu lassen, die Freude hochkommen zu lassen. Wenn jemand von Freude erfasst wird, was macht er normal? Fängt dann Angst zu haben, zu explodieren, ruft seinen besten Freund an, erzählt ihm das erstmal und dann wird das alles schon kanalisiert. Also, der spirituelle Weg besteht darin, den Gefühlen immer mehr Raum zu lassen, so viel Raum, wie sie haben wollen, es ganz auszufühlen und nichts damit zu machen. Das ist der entscheidende Punkt. Und es ist unglaublich. Es ist ein Meilenstein in der ganzen spirituellen Bewegung, weil es dieses grundlegende Problem löst, dass das Meditieren immer zu einer Künstlichkeit des Menschen führt, immer zu einer Dissoziation führt und dass es Therapie machen natürlich nicht zur Befreiung führt. Ja? Krishnamurti hatte dazu mal das so genannt, also an dem Gefühl hochkommen zu lassen wie eine Blüte, die aufgeht, also sie sich öffnet, es ist beobachtet, wie sie sich wieder schließt. Also ich sage ganz einfach, dem Gefühl Raum geben. Das heißt, alle inneren Bilder hinter dir lassen. Meister Eckhart sagt, das spirituelle Abenteuer beginnt erst da, wo du jede sinnliche Erfahrung, jede sinnliche äußere Wahrnehmung und jede sinnliche innere Wahrnehmung hinter dir lässt. Das heißt, bei dem Denken habe ich vergessen, dass es das sprachliche Denken ist und das bildhafte Denken. Das sind also Sprache und Bilder, woraus das Denken besteht. Das heißt, du begibst dich in das Gefühl hinein und in die innere Dunkelheit und jedes Bild, das da ist, lässt du sofort beiseite. In dem Gefühl bleiben heißt, alle Impulse, da kommen zig Impulse, wegzugehen. Weil es langweilig sei, weil es zu gefährlich sei, weil das Gefühl zu groß sei, weil es vielleicht ein Bild dazu gibt, was viel interessanter sei, oder weil du unbedingt klären musst, wo es herkommt, oder irgendwas. Und diesen Impulsen folgst du nicht. Kein Bild. Und schon gar nicht beobachten wie eine Blüte, die sich öffnet, sondern fühlen. Es ist wirklich was anderes als alles, was es über Gefühlsarbeit bisher gibt, weil es ein anderes Ziel verfolgt. Wir wollen nicht einfach nur die Gefühle lösen oder lebendiger werden, was schon viel ist und dadurch erreicht wird. Wir wollen in die tiefere Wirklichkeit finden. Aber was wir alles über das Annehmen auch gestern und heute gehört haben, all das passt dazu.
Weil das Gefühl so anzunehmen, wie es ist, bedeutet einfach, nichts zu tun. Es da sein zu lassen. Wenn man sagt, im Raum geben, was ist das? Im Raum geben heißt nicht im Weg stehen, heißt eben nichts tun. Wenn wir den Gedanken weiternehmen, dann sehen wir, dass alle Übungen, die deine Fähigkeit entwickeln, geschehen zu lassen und loszulassen, dass diese Übungen dem Aufwachen dienen. Und alle Übungen, die das nicht tun, die dienen nicht dem Aufwachen. Konkret, es gibt Atemübungen, wo du Anweisungen kriegst, tief zu atmen oder so zu atmen. Das ist ein Machen. Was wäre mit der Anweisung, lass den Atem so kommen und gehen, wie er kommen und gehen will, ohne was zu tun. Und sobald du merkst, dass du irgendwie einzugreifen versuchst, tritt zurück und lass das. Es gibt 1000 Bewegungsübungen, Yoga, Feldenkreis, 1000 andere Bewegungsübungen. Aber es gibt auch eine Bewegungsübung, die aus dem Daoismus kommt, die geht so, dass du stehst und im Stehen fängt die an und dann wartest, bis der Körper sich von alleine bewegt. Das ist nicht, manche haben dann solche Übungen, kenne ich, sagen die dann. Also dann fangen sie an, sich zu bewegen, wie eine Blüte sich gerade entfalten. Und dann sagen sie, der Körper wollte das gerade. Aber das ist nicht, dass der Körper das wollte, das ist ich, dass die Gedanken das wollten. Weil wenn sie da stehen und warten, dass der Körper das will, dann stehen sie da, dann fängt ein Arm an zu zucken, das sieht absolut bizarr aus. Dann fängt was anderes an zu zucken, dann geht es so, dann zuckt jemand vielleicht die ganze Zeit, dann steht er vielleicht wieder still. Also es ist eine ganz andere Übung. Eine ganz andere Übung. Und mit dieser Übung kann jemand plötzlich entdecken, boah, das geschieht, das läuft hier ab, ich spüre, was da geschieht und ich tue absolut nichts. Die Bewusstheitsübung, die ist unsere zentrale Übung, die auch von meinem Lehrer Eli Jackson Beer kommt. Ich habe die Arbeit von ihm übernommen, aber habe die Körperarbeit dazu genommen und habe in einem Schritt, also ich habe noch etwas anderes gemacht. Ich bin hergegangen und habe mich gefragt, wie kann man die Sache wirklich gründlich angehen? Wie kann man rausfinden, was alles getan werden kann, abgesehen von dieser grundsätzlichen Regel, die ich gerade gesagt habe, nämlich solche Übungen, die das Loslassen und Geschehenlassen fördern. Und da bin ich auf 7 Schritte gekommen. Das erste ist rausfinden, was man will. Das zweite ist das so fühlen, wie ich eben beschrieben habe. Das dritte ist sein Zuschauer sein. Das vierte ist, mit dem Enneagramm seine Verhaltensmuster aufdecken. Das fünfte ist, den Körper durchlässig werden lassen, weil, das habe ich aus meiner früheren Zeit, therapeutischen und therapeutisch-spirituellen Zeit, natürlich mitgebracht. Wenn jemand sich vornimmt, dem Gefühl Raum zu geben und traurig ist oder wütend oder sonst was, aber der Atem gar nicht frei fließen kann, der atmet dann so. Ich meine, da kann sich nicht viel lösen bei. Mit anderen Worten, wenn der Körper nicht wirklich gelernt hat, so weich zu werden und loszulassen, dann kann das Gefühl gar nicht richtig ausgefüllt werden, ohne dass der was tut, weil der die Luft so automatisch konditioniert anhält, unterbricht, stoppt und so weiter. Also der fünfte Schritt ist definitiv wichtiger, Körperarbeit machen, und zwar eine spezielle Körperarbeit, wieder eine Körperarbeit, die das Geschehen lassen und Loslassen im Mittelpunkt hat. Dann gibt es den sechsten Schritt, der besteht darin, sich mit der ganzen Vergangenheit, mit allem, was gewesen ist, auszusöhnen. Weil es ganz klar ist, wenn ich in der Vergangenheit noch dagegen ankämpfe, dass die Eltern anders sein mögen, als sie waren, was nebenbei gesagt
nicht funktionieren wird, weil die Zeit schon vorbei ist und die Eltern womöglich tot. Solange ich da noch mit hadere, ja, wie kann ich da loslassen? Solange ich noch will, dass es anders war, als es gewesen ist, bin ich darin verstrickt und gebunden und meine Energie gebunden, ich bin verspannt, kann ich nicht loslassen. Mehr oder weniger. Jedenfalls ist es hilfreich und heilsam, darauf zu achten, daran zu arbeiten, dieses Aussöhnen, dieses Lösen der Verstrickung, daran zu arbeiten. Und da haben wir viel aus dem Familienstellen und aus der Psychotherapie, was da heilt und hilft und genutzt werden kann. Und der siebte Schritt schließlich ist die Begegnung mit den Ängsten und der Angst zu sterben und die Entwicklung der Bereitschaft zu sterben, wann immer der Tod auf mich zukommt. So, das sind die sieben Schritte, die dadurch entstanden sind, dass ich geguckt habe, was machen die verschiedenen spirituellen Wege, was hat es mit dem Fühlen auf sich, mit dem Körper auf sich, was sind die Dinge, die jemanden wirklich in die Lage versetzen, vollkommen loszulassen. Und zu den einzelnen Schritten gibt es entsprechende Übungen, die allesamt, zum Beispiel in der Körperarbeit, es gibt so verschiedene Körperarbeit, aber es gibt eine Körperarbeit, die darauf basiert, ich kann das nur verkürzt sagen, der Unterstützende, der Begleiter, der spürt und beredet mit dir vielleicht auch, wo im Körper Anspannungen sind. Und dann tut er nichts anderes, als die Hand oder den Finger an die Stelle legen. Und er gibt dir eine wichtige Anweisung. Er sagt dir, atme dahin und stell dir vor, dass dieses Einatmen die Anspannung schmilzt. Dadurch, dass er Druck ausübt, wird der Druck ein bisschen stärker, weil ein angespannter Muskel, der tut weh, wenn man drauf drückt. Wenn er sich entspannt, dann löst er sich, dann tut es nicht mehr weh. Einatmen und entspannen und beim Ausatmen wegfließen lassen. Stell dir vor, dass der Atem das richtig schmilzt. So. Dadurch passiert etwas sehr Grundlegendes. Der Mensch ist normalerweise so konditioniert, dass wenn ein Druck kommt, er einen Gegendruck hat. Das geschieht körperlich, das geschieht seelisch. Und das ist etwas, das dem Loslassen im Wege steht. Das ist auch etwas, wodurch der Mensch sich ungeheuer viel Leid einhandelt. Weil es schafft nichts so viel Leid wie der Kampf gegen den Schmerz. Es ist ja gruselig. Da ist eine Trennung. Vielleicht ist die Mutter gestorben, was weiß ich. Und der Mensch traut sich diesen Schmerz nicht zu, übergeht das. Und statt, dass er jetzt einmal, ich sag mal, 4 Wochen Rotz und Wasser heult und dann den Tod akzeptiert, stattdessen schafft er sich ein Leben lang von Anspannung und Anstrengung, diesen Schmerz runterzuhalten. Das ist grauenvoll. Das ist wirklich grauenvoll. Das ist ein Leben, dass man kaum ein Leben nennen kann, weil der Mensch zu einem großen Teil darum bemüht ist, all das wegzuhalten, was er nicht zulassen wollte. Das ist ein schlechter Handel. Ein schlechter Handel. Wenn man das sieht, dann merkt man mit der Zeit, dass der Albtraum dadurch entsteht, dass man den Schmerz nicht haben will. Also, das sind die 7 Schritte, die, wenngleich das Aufwachen selber dann ein Geschenk ist und man nicht weiß, wann es passiert. Und wenn ich so sage, das kann in einer halben Stunde passieren, dann kann es aber auch 10 Jahre dauern. Und das ist alles andere als irgendwie so etwas wie easy going. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Es ist die radikalste Herausforderung. Es ist viel easier, jahrelang zum Zen-Session zu gehen und zu sitzen und dich darin zu trainieren, gerade zu sitzen und dich darin zu trainieren, zu beobachten und zu beobachten, das ist viel leichter. Da weißt du genau, was du zu tun hast. Da
sollst du vielleicht sogar noch die Augen geöffnet halten, damit nicht von innen her so viel hochkommt, dem du dann hilflos ausgeliefert bist. Also es gibt viel, viel bequemere Dinge. Es ist alles andere als bequem. Es ist die radikalste Herausforderung, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Aber wenn du bereit bist, diese radikale Herausforderung anzunehmen, dann kann es in 3 Wochen geschehen oder am selben Tag oder am übernächsten Tag. Das ist der Punkt. Oder 1 Jahr später oder 2 Jahre später. Das ist dann auch nicht mehr wichtig. Es ist viel größer, als zu fragen, werde ich mich dann so verhalten, werde ich mich so verhalten oder werde ich mich so verhalten. Es bedeutet, dass sie die Dinge geschehen lassen. Die geschehen dann, sie sind in einem ichlosen Zustand und schauen interessiert und abenteuerlich darauf, was in ihnen entsteht. Ich habe 2 aufgewachte Schülerinnen, die mir ganz erstaunt berichten, dass sie jetzt plötzlich erleben, wie sie wütend werden. Die eine hat einen Streit mit ihrem Chef angezettelt. Die waren vorher in ihrem früheren Dasein, die waren so aggressionsgehemmt, dass man, ich habe mal gesagt, dass sie eigentlich den ganzen Tag mit dem Lächeln wie der Dalai Lama rumgelaufen sind. Man denkt normalerweise, wenn jemand aufwacht, ist er nicht mehr wütend. Aber es war gerade das Gegenteil. Durch das Aufwachen sind sie so freier geworden, dass sie plötzlich wütend werden konnten. Und der eine, der Krach mit dem Chef, ist so ausgegangen, dass der am nächsten Tag wieder kam und sich entschuldigt hat. Also es hat gut gefruchtet. Was ich meine ist, sie fangen dann das Abenteuer des Lebens an, auf eine neue Weise da zu sein. Sie schauen, boah, jetzt erlebe ich das, jetzt taucht das auf, jetzt geschieht das, aha, dieser Organismus, jetzt macht er das, jetzt bist du überrascht, hast bisher gedacht, das und das könntest du nicht und das tut er jetzt plötzlich. Oder du hast gedacht, das und das waren bisher deine Vorlieben, jetzt ist es plötzlich ganz anders. Du bist interessiert und abenteuerlich schaust du das. Du wirst niemals darüber nachdenken, soll ich mich jetzt so verhalten oder so verhalten. Das wäre die frühere ichhafte Reaktion, da hast du nichts mehr mit zu tun. Du wirst nicht umgehen mit den Gefühlen von anderen. Ist eine andere Art da zu sein, ist nicht mehr zu fragen, soll ich mich jetzt so verhalten oder so verhalten. Das heißt also, wenn ein Aufgewachter in einer Situation ist, in der er wütend wird, und da ist jetzt keine Kontrolle mehr da, die sagt, nein, das tut man aber nicht oder beruhige dich oder was auch immer, du bist halt wütend. Wie weit geht das? Springt da dann auch jemand an die Gurgel oder gibt es da noch eine Kontrollinstanz? Es gibt eine wichtige Unterscheidung zwischen Impulsivität und Spontaneität. Die Impulsivität ist dadurch bestimmt oder dadurch gekennzeichnet, dass da alle möglichen Impulse hochkommen, die dann ausagiert werden ohne Kontrolle. Das hat aber mit Spontaneität nichts zu tun. Spontaneität bedeutet immer, dass ich eine angemessene Reaktion in Bezug auf den Kontext habe. Das heißt, ich werde, nachdem ich nicht mehr alle mögliche Wut aus den letzten 40 Jahren in mir aufgehortet habe, die dann bei der Impulsivität ausbricht, weil der Busfahrer mir den Fahrschein nicht rausrückt, werde ich eher angemessen handeln. Das heißt auch, dass man in der Lage ist, die Wut zu fühlen, ohne etwas zu tun, dann sich gleichzeitig die Frage stellt, wo der Schmerz ist, der unter der Wut ist, und bereit ist, den auch zu fühlen, weil wenn man nur Wut fühlt, ist irgendwas schräg, weil Wut dann immer auch die Abwehr von Schmerz ist. Und wenn man das fühlt, dann da kann der Aufgewachte wütend sein. Warum nicht? Wut ist in manchen Situationen die angemessene, adäquate Reaktion. Und die wird dann wahrscheinlich situationsangemessener sein, adäquater, stimmiger und passender. Und womöglich von Liebe getragen sein und gleichzeitig offen gegenüber dem Schmerz, der mit der Wut verbunden ist. Das, so könnte man sich das vorstellen. Ungeachtet der Konsequenzen, die das dann vielleicht bringt. Bitte? Und ungeachtet der Konsequenzen, die das dann vielleicht mit sich bringt.
Wissen Sie, alles, was mit dem Verhalten, ne, da würde ich ganz vorsichtig und ganz offen dem gegenüber sein. Jede Regel, jemand, der aufgewacht ist, tut das nicht oder das nicht. Nicht ohne Blick auf die Konsequenzen, weil du wirst zum Beispiel nicht tätig werden, wirst vielleicht, aber weißt du, das ist zu sehr auf das äußere Verhalten und nicht auf die innere Situation abgestellt, ne? Jedenfalls wird er nicht hingehen und die Wut transformieren. Das wird er sicher nicht tun. Danke, lieber Christian Meyer.